Hey Leute, heute habe ich mal ausnahmsweise einen Tag für euch. Und zwar ist das der Lip Product Addict Tag. Ganz schwierige Aussprache. Und zwar, ich wurde nicht getaggt, ich habe den Tag gesehen bei der Petit Cherie. Und ich fand den so gut, dass ich da auch gerne mitmachen wollte. Und heute mache ich dieses Video für euch, also beziehungsweise diesen Tag. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, fangen wir doch mal direkt an. Und zwar die erste Frage lautet, dein Lieblings-Lippenpflegeprodukt. Und das ist bei mir genauso wie bei der Petit Cherie. Ich mag diese Labello Lip Butter total gerne. Die ist wirklich so toll, die duftet so toll. Die ist Hammer, Leute. Also so schaut sie aus. Und ich finde die so toll, dass ich mir die jetzt nachgekauft habe. Und zwar in Blaubeeren, also in der Sorte. Und ich meine, es gibt noch eine andere Sorte, Mandel, Vanille oder so. Die muss ich mir auch noch holen. Aber die beiden reichen mir erstmal. So, die nächste Frage lautet, dein Lieblingsrot. Und das ist, muss ich sagen, den gibt es leider nicht mehr, aber das ist mein Lieblingsrot. Das ist von P2 Matte Deluxe Lipstick, die 060 I Want You. Der ist auch matt und schon ganz schön mitgenommen, wie ihr sehen könnt. Das war dieser hier. So. Ich mache euch mal gerne einen Swatch. Das ist mehr so dunkelrot als knallrot. Aber knallrot mag ich auch, aber den mag ich halt lieber. So sieht er aus. Den hatte ich auch in meinem letzten DM-Haul drauf, genau. Also dieser hier. Also so schaut er aus. Gut, die nächste Frage. Dein liebstes High-End- und Drogerieprodukt. Und ja, Drogerie fiel mir leicht. Das sind die Astor Lip Butters, diese hier. Also wie ihr seht, habe ich schon 3 Stück. Bin ich sehr stolz drauf, weil die sind wirklich so, so toll. Kosten natürlich um die 6 Euro. Ist natürlich ein Happen Geld, aber die sind wirklich gut. Also die pflegen auch, die sind cremig. Und ja, die kann ich euch sehr empfehlen. Also diese hier. Also im Drogeriebereich, meine liebsten Produkte im Drogeriebereich. Und High-End, muss ich sagen, fiel mir etwas schwerer, weil ich kaum High-End-Lippenprodukte habe. Ich habe jetzt dieses Lancôme Lip Lover rausgesucht, weil ich das hier habe. Aber ich finde es nicht so super gut. Es ist okay, aber jetzt nicht so, dass ich sage, es ist mein liebstes High-End-Produkt. Ja. So, dann die nächste Frage. Dein liebster MAC-Lippenstift. Und da muss ich sagen, ich besitze nur einen und das ist dieser Angel. Und zwar den habe ich in Full Size, diesen Angel, aber ich habe noch ganz viele Proben von den ganzen MAC-Lippenstiften. Und zwar sehen die so aus, die habe ich jetzt hier transportiert, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich ein paar angesammelt. Und mein liebstes MAC-Lippenprodukt ist dieser hier, das ist Myth. Das ist so ein Nude-Ton, den mag ich total gerne. Ich kann euch den ja mal swatchen. Und ja, also hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist sehr hell. Ist wirklich, damit habt ihr wirklich so eine tote Lippe, aber manchmal finde ich das auch sehr schön. Und ich überlege mir, den auch in Full-Size zu kaufen, weil ich den eigentlich ganz toll finde. Aber eigentlich habe ich schon so viele Lippenstifte, dass ich den eigentlich nicht brauche. Deswegen, weil der kostet ja auch so um die 20 Euro, ne? Ist ja kein Schnäppchen. Dann die nächste Frage, das Produkt, das dich am meisten enttäuscht hat und das ist dieser Lippenstift hier. Das ist Matte Effekt Miners, kenne ich nicht, hatte ich in meinem Tauschbäckchen drin und ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, weil das schon so edel verpackt aussieht. Aber leider war das eine totale Enttäuschung, weil den kriegt man nicht auf die Lippe, wirklich sehr schlecht auf die Lippe. Wenn man sich vermalt hat, dann verschmiert sich das hier überall. Also ein schöner Auftrag ist unmöglich mit diesem Lippenstift. Aber ich kann ihn euch mal swatchen. So sieht er aus. Also auch ein Dunkelrot. Theoretisch genau wie der von P2. Ist genau dieselbe Farbe. Aber der ist im Auftrag ziemlich schlecht. So, hier könnt ihr sehen. Hier ist der Miners und hier ist der P2. Also genau dieselbe Farbe. Nur der andere war, glaube ich, teurer als der von P2. Ja. Lip Liner, ja oder nein? Nein, weil ich trage keinen Lip Liner. Sollte ich vielleicht mal tun bei dunkleren Tönen. Aber ich vergesse den irgendwie immer. Ich habe
Zwei Stück meine ich, aber ich vergesse sie immer aufzutragen. Ja, deswegen kein Lip Liner. So, die nächste Frage, mein bester Gloss, und die Antwort fiel mir total leicht. Das ist nämlich der NYX Butter Gloss, dieser hier, den kriegt ihr bei Douglas. Und das ist die Farbe Eclair und die mag ich total gerne, kostet, meine ich, um die 6-7 Euro. Hammer Farbe, Leute, wirklich perfekt. So wie die Astor Lip Butters ist das auch einer meiner liebsten Produkte. Boah, jetzt krieg ich's nicht auf. Yeah. Keine Ahnung, ich habe den wohl zu fest zugedreht beim letzten Mal. Nee. Also sorry, Leute, kein Swatch heute. Dann steht hier, also die letzte Frage, ein Extra-Produkt. Und da zeige ich euch mal einen Smooch Lipstick, weil ich den doch eigentlich toll finde. Ich hatte den bisher einmal drauf, leider. Und zwar ist das dieser hier. Da finde ich auch die Farbe richtig, richtig toll. Schaut mal. Kann ich euch mal swatchen? Und zwar ist das ein schönes, kräftiges Pink. Hier. Ich könnte es erkennen. Richtig schön. Ein extra Produkt. Also das ist mein extra Produkt, was ich euch noch unbedingt zeigen wollte. Aber es gibt noch zwei andere Arten von Lippenstifte bzw. Lipglosse, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar sind es einmal die Essence Lipsticks. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Steht hier irgendwie nicht drauf. Und zwar diese hier. Die kennt ihr alle. Davon habe ich auch viel mehr. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Kosten nur 2,25 Euro. Die sind von Essence. Also so schaut dieser hier aus. Das ist jetzt auch eine schöne Herbstfarbe. Das ist Berlisère. Und hier noch ein roter Dare to Wear. Den habe ich jetzt noch nicht so oft getragen wie den anderen. Ha, seht ihr, kräftiges Rot. Also die Lippenstifte kann ich euch sehr empfehlen. Die finde ich aus dem Drogeriebereich sehr gut, was Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Und noch die Lipglosse, die ich toll finde, sind diese XXL Long Lasting Lipgloss Matt. Also das sind so matte Lipglosse. Diese beiden hier. Einmal der hier, Velvet Rose. Dieser hier. Ich mache euch mal einen Swatch. Ja, den kriege ich zum Glück auf. Also die mag ich, ich weiß nicht, ich finde die toll aus dem Drogeriebereich. Kosten auch, ich meine, um die 2 Euro. Und ja, hier könnt ihr sehen, ist wirklich eine tolle Farbe. Halten jetzt nicht ultra mega lange, aber ich mag sie trotzdem gerne. Und aus dem, dafür, dass sie aus dem Drogeriebereich sind, finde ich sie gut. Gut, also sind auch meine Lieblinge. Und ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und hier der rote, ne? Auch ein kräftiges Rot. Ja. So, und das war jetzt mein Lip Product Addict Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Leute taggen. Und zwar, ich tagge erstens Annie's Lifestyle, zweitens Blondessa, Cinderella, Funny's Life, Honeyflower, Mousy S, My Styling Lounge. Und ja, wenn ihr diesen Tag noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Tag auch machen würdet. Wenn ihr dieses Video dann abgedreht habt, dürft ihr mir natürlich sehr gerne euren Link in die Kommentare reinsetzen, damit ich mir euer Video auch anschauen kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!